Also einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele Menschen den Weg auf sich genommen haben, hier heute zur Filmpremiere zu kommen und den neuesten Spielfilm von Panorama Film anzuschauen. Also ich persönlich finde, so eine Filmpremiere ist immer was total Spannendes. Ich muss sagen, ich war jetzt schon bei mehreren Filmpremieren dabei und ich finde besonders spannend sind diese Filmpremieren, wenn der Film von Ivo Sasek ist. Ja, ich glaube, das sehen einige hier auch so. Also ich muss sagen, ich war ja in der Produktion von dem Spielfilm ein bisschen mit integriert und als ich den Spielfilm, das Drehbuch zum Spielfilm das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ja, Ivo, wird sehr spannend dieses Mal wieder und ich kann euch versprechen, es ist wieder ein sehr witziger, wunderbarer, schöner Film dabei herausgekommen, wie ich finde. Und es ist nicht nur ein Film, der sehr unterhaltsam, sehr witzig zum Anschauen ist, sondern bei der einen Szene, bei der ich beim Dreh dabei war, die war auch unglaublich witzig, unglaublich lustig. Ihr werdet später erkennen, es ist die erste Szene überhaupt im Film. Ich verrate nicht mehr, aber die war schon sehr speziell. Ich finde das Tolle an Filmen von Ivo Sasek, von dir Ivo, ist einfach, dass man immer wieder aufs Neue überrascht wird. Kein Film ist wie der andere, immer wieder kommt was Neues und manchmal glaube ich, Ivo wird selbst von seinen eigenen Ideen überrascht, was ihm da manchmal so in den Kopf kommt. Ich denke, Sie werden es sicher später sehen. Und bei all dem Spaß, den dieser Film vermittelt, oder den wir auch hier bei den Spielfilmen ja immer haben, sowohl als Zuschauer als auch als Beteiligte, finde ich einfach das Tolle bei Panoramafilm, dass es eine Filmgesellschaft ist, die Filme dreht, die einfach ethisch und moralisch hochwertig sind, ja. Die Werte vermitteln, die unsere Gesellschaft voranbringen, die nicht nur Filme sind, die irgendwo lustig sind und Spaß machen anzuschauen, sondern die auch wirklich eine Message haben, die sie vermitteln. Das finde ich einfach wunderbar. Ich habe den Film jetzt ja schon mehrere Male gesehen, gefühlt 100 Mal einige Szenen, aber vermutlich ist es gar nichts im Vergleich zu dem, wie oft in einige andere Techniker den insgesamt gesehen haben. Ich habe den so oft gesehen, denn ich gehöre zu dem kleinen, aber feinen Team der Filmmusikkomponisten bei Panorama Film. Wir sind ein kleines, aber feines Team von Musikern, die immer wieder sehr gerne bereitstehen, wenn eben der Ivo einen neuen Spielfilm drehen möchte, einen Doku-Film will, eine neue Sendung dreht oder sonstige Überraschungen aus dem Hut zaubert. Wie gesagt, bei ihm weiß man einfach nie, was kommt. Aber es ist immer gut, also das steht fest. Filmmusik haben Sie sicherlich alle schon mal gehört, denn jeder Film besitzt Filmmusik. Und auch wenn man die Musik vielleicht manchmal gar nicht so aktiv wahrnimmt, ist sie trotzdem immer da und hat einfach eine unglaubliche und wichtige Rolle im Film. Und genau deshalb möchten wir jetzt einmal die Filmmusik aus dem Hintergrund, in dem sie sonst ist, ins Rampenlicht stellen. Dieses Orchester ist eben das Werkzeug, das wir Filmmusikkomponisten zur Verfügung haben. Ja? Und für mich ist so ein Orchester wie eine große Überraschungstüte. Ja? Vollgestopft mit lauter wunderbaren, exotischen, einzigartigen Klängen, die eben nur darauf warten, dass man sie irgendwie aus den Musikern herauskitzelt, aus den Instrumenten herausholt und dann eben wunderbare Stimmung erzeugt mit dieser Musik. Ganz grob könnte man das Orchester, und da möchte ich jetzt Ihnen ein bisschen was erklären, folgendermaßen einteilen. Wir haben hier vorne, wie Sie sehen, sitzend einmal die Streicher. Vielleicht könnt ihr alle mal euer Instrument hochhalten, ich mache ein bisschen Platz. Genau, hier vorne haben wir die Streicher, die kleinen, Geige, Bratsche, ein bisschen größer. Die Cello haben es schon ziemlich schwierig und die Kontrabässe, ich glaube, ihr braucht es. Ja, genau, das sind die großen Instrumente. Hinten dran sehen wir die Blechblas- und Holzblasinstrumente. Hier alle stehen, ihr dürft auch einmal. Ja, gibt es auch die unterschiedlichsten Instrumente. Und rechts und links haben sich die Schlagzeuger positioniert. Das sind die mit den großen Trommeln, mit den Pauken, die die Klöppel in die Hand haben und dann überall drauf schlagen. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Die Streicher hier vorne spielen so ungefähr im Orchester meistens so die ganze Zeit, sehr oft. Dann haben wir die Bläser, die spielen so etwa die halbe Zeit. Und dann rechts und links die Schlagzeuger. Die haben meistens bei Orchesterstücken so zwei, drei wichtige Einsätze, die sie dann meistens verpassen.
Aber in der Tat werden die Musikinstrumente in der Filmmusik meistens sehr charakteristisch eingesetzt. Ich demonstriere das einmal. Bin mir zum Beispiel sicher, dass Sie alle folgenden Sound kennen. Richtig. Bekannt, oder? Das zum Beispiel würde nur mit der Posaune funktionieren. Oder stellen Sie sich mal vor, eine Geige, die das Ganze spielt. Ich glaube, das hätte einfach nicht diese Wirkung. Darum lassen Sie uns mal ein bisschen reinhören in das, was man mit diesen einzelnen Instrumentengruppen alles so Spannendes machen kann. Ja? Zum Beispiel die hohen Streicher, Geigen und Bratschen, was man mit denen super machen kann. Wir hören mal rein. Die perfekte musikalische Untermalung, wenn Sie zum Beispiel gerade am Duschen sind, wird auch sehr gerne so dirigiert. Nein, kleiner Spaß. Das waren die hohen Streicher. Jetzt haben wir hier die tiefen Streicher. Cello und Kontrabass. Und ich finde, die sind schon mal viel relaxter und entspannter unterwegs, ja, meiner Ansicht nach. Schon allein, wenn man schaut, wie die da stehen, oder? Das ist richtig so entspannt und lässig und locker und cool. Ja, da sehen wir es, ja. Und das Ganze kann dann zum Beispiel in der Musik folgendermaßen klingen. Wir hören einmal rein. Sie merken, da wippt der Fuß gleich mit, ne? Da kann man sehr gut mitgehen. Die Blechbläser hier spielen meistens ganz typisch die Fanfare. Eine Blechbläserfanfare klingt folgendermaßen. Die Blechbläser. Sehr oft werden die Blechbläser noch von den Damen und Herren rechts und links hinter ihnen unterstützt. Ich finde, mit den Schlagzeugern verhält es sich ein bisschen so wie in der Schulklasse. Die Leute, die ganz hinten rechts und links außen sitzen, sind meistens die Lausbuben. Ich finde, so ist es auch im Orchester wirklich, also meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung lerne ich das. Die Schlagzeuger sind so ein bisschen die Lausbuben des Orchesters. Ja? Aber wir schauen mal, was Blechbläser und Schlagwerk zusammen zustande kriegen. Das klingt dann folgendermaßen. Ja, ja. Das gibt dem Ganzen gleich nochmal mehr Wumms, ne? Sag ich mal. So, eine Gruppe möchte ich Ihnen nun noch vorstellen. Musik und gerade ja auch Filmmusik lebt von Kontrasten, von starken Kontrasten. Und meiner Ansicht nach stellt der Kontrast zu den Blechbläsern, die ziemlich laut sind, und den Schlagzeugern, die vielleicht so ein bisschen lausbübisch sind, sind meiner Meinung nach die Holzbläser hier zur rechten Seite. Klarinette, vielleicht könnt ihr die mal hochheben. Querflöte und die kleine Querflöte, die Piccolo-Flöte. Also die Holzbläser sind eher leiser, zurückhaltend und einfach lieb. Ja. Das hat Mozart zu seiner Zeit schon verstanden. Und vielleicht kennen Sie folgendes Motiv aus der Zauberflöte. Wir spielen es mal an. Schön, oder? Ja. In der Oper von Mozart spielt übrigens der Held genau diese Töne auf seiner Flöte. Und schon werden plötzlich alle wilden Tiere ganz zahm. Ist auch schön, oder? Natürlich gäbe es nun zum Orchester noch ziemlich viel sehr Spannendes zu sagen. Aber ich möchte noch eine letzte Sache herausgreifen. Ich als Dirigent muss natürlich sagen, dass das alles nicht funktionieren würde, wenn es nicht eine Person gäbe, die vor dem Orchester steht und das Ganze anleitet.
Und ja, ach. Und dazu, das haben Sie sicherlich schon gesehen, habe ich diesen tollen Zauberstab in der Hand. Eine Möglichkeit, wie man dirigieren kann, habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Aber man kann auch ganz viele andere tolle Sachen mit diesem Zauberstab machen. Ich zeige es Ihnen mal. Oder? Mal schauen, ob das auch andersweitig funktioniert. Sehr gut. So, nun haben Sie unser Orchester ein wenig kennengelernt. Und wir wollen jetzt einmal die Filmmusik, die sonst eben im Hintergrund ist, einmal in den Vordergrund stellen. Die Musik ist eben, wie gesagt, so neu, dass sie in dem Film, den wir später sehen werden, noch gar nicht drin vorkommt. Aber wer weiß, vielleicht, wenn sie dem Regisseur gefällt, vielleicht ist sie dann in der Fortsetzung zu hören, wenn es denn eine gibt. Genau. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß. Viele verschiedene Emotionen, viele Stimmungswechsel mit 6 Minuten Filmmusik im Rampenlicht.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Panorama Filmorchester. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also ganz herzlichen Dank, da will ich dabei sein. Man würde am liebsten auch mitspielen. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Ivo. Ich habe schon gesehen, beim Klavier, kleine Liebesstory. Oh. Dann ging es dort bei den Lausbuben weiter. Dann kam die große Verfolgungsjagd. Dann sind sie, haben sie es geschafft, sind nachher ins Dixieland. Ja. Und am Schluss gab es eine große Hochzeit. Ha! Ziemlich gut getroffen, ja. Ja. Seht ihr, die Sprache der Musik versteht einfach jeder. Also ich danke euch ganz, ganz herzlich, Panorama Filmorchester. Das war wirklich mal richtig schön, euch mal so ins Rampenlicht zu holen. Ganz herzlichen Dank auch dir, Johannes. Vielen Dank, das Panorama Filmorchester. Vielen Dank, danke schön. Vielen, vielen Dank.